In meinem Team sind wir mittlerweile 6 Personen und es ist eine sehr bunt gemischte Truppe. Ein großer Altersunterschied, mehr als 20 Jahren besteht zwischen den einzelnen Personen und sie kommen aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Das ist sehr spannend. Es ist wichtig, dass man in einem Produktionsteam, dass man sich vertraut und dass man füreinander da ist. Wir arbeiten teilweise mit Geräten und Maschinen. Die Arbeit muss Hand in Hand gehen. Das Verhältnis zu meiner direkten Führungskraft ist eine sehr offene Vertrauensbeziehung. Wir haben eigentlich täglichen Kontakt. Sie basiert darauf, dass man ehrlich miteinander kommuniziert. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es ist eine freundschaftliche Beziehung. Konflikte werden so gelöst, dass unser Chef da eben ein toller Ansprechpartner ist. Er fragt dann immer, wie es einem geht, ob es irgendwie was gibt, was man klären müsste. Und falls es wirklich immer ein Konfliktpotenzial gibt, dann geht er offen auf den jeweiligen Mitarbeiter zu. Die TGW-Events finde ich super gut. Zum Beispiel Beachvolleyball oder Fußballturnier, das eigentlich dann alle Mitarbeiter vielleicht ein bisschen mehr zusammenbringt, weil man trifft Kollegen, die man nicht so oft trifft in der Firma. In der Produktion gibt es zum Beispiel das Verbesserungsmanagement und da arbeiten alle Mitarbeiter, um die TGW weiterzubringen und bringen eigene Ideen ein und da ist die Krönung immer das Gemberfest. Da werden die besten Vorschläge dann präsentiert und prämiert und da gibt es ein Händel und ein Bier und das sorgt für allgemeine Beliebtheit.